guck mal, da bin ich mit Eiffelturm. So. Hallo. Hallo. Wir sind gerade noch im Bahnhof von Amiens und wir warten jetzt auf unseren Zug nach Paris. Und was ich euch noch zeigen wollte, wir sind eben mit dem Bus von der Jugendherberge hier hingefahren. Wir sind gestern nicht Bus gefahren, sondern nur 50 Kilometer gelaufen, weil wir einfach keine Bushaltestelle gefunden haben und der Bus abgefahren ist, der uns zurückgebracht hätte. Aber was ganz cool ist, die meisten Busse hier, oder eigentlich alle, die ich gesehen habe, und Jasmin meinte auch, das wären die meisten Busse hier, sind Elektrobusse. Was ich an sich schon mal super finde. Und dann hat man an der Haltestelle, an der Bushaltestelle nochmal wie so ein Fahrkartenautomat, also sonst wie man das in Deutschland vielleicht eher von der Bahn selbst kennt. Und dann kann man sich hier so ein Ticket bestellen oder halt da ausdrucken lassen. Und wir haben jetzt, also da wird nicht so richtig geguckt, wie weit man fährt, sondern nur so pro einer Fahrt kostet es so und so viel. Ich glaube 1,50 Euro. Ich glaube, wir haben zu 2-3 Euro bezahlt, was ich echt gut finde. Und dann kann man diese Karten im Bus an so einem Bildschirm halten und dann bucht der sozusagen eine Fahrt ab. Man kann auch mehrere Karten hier draufladen und dann kann man die nochmal neu aufladen und kann die mehrfach verwenden. Also nicht nur sind die Elektrobusse richtig cool, aber auch man hat nicht jedes Mal so eine Fahrkarte, wenn man jetzt keine Monatskarte hat oder so, sondern man kann die immer wieder aufladen und schmeißt nicht ständig Zeug weg. Das finde ich super. Ich finde die Idee richtig cool und Busfahren war auch gut. Ich glaube, wir hatten nun mal einen Bus, der war entweder, ich weiß nicht, vielleicht hat der Tourette oder so. Die war die ganze Zeit laut am Schimpfen und irgendwie so. Und ich habe nicht so viel verstanden, außer Terror. Aber jetzt warten wir noch ungefähr eine Stunde hier auf unserem Zug nach Paris. Wir müssen nicht umsteigen, fahren ungefähr so 70 Minuten rum ungefähr, dann sind wir in Paris. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da aus zum Hotel kommen. Und überhaupt irgendwie von A nach B kommen, halt am besten mit der Metro. Aber halt irgendwie, das müssen wir erstmal rausfinden. Ja. Ja. Jetzt geht's auch nach Paris. Hallo, wir sind in Paris. Also technisch gesehen sind wir in Paris. Das richtige Paris, so, das ist jetzt sehr lange in die Richtung. Ja. Leute, so sieht die Stadt ja nicht aus. Ja, da sieht man schon eher die Vororte selber. Aber Realität ist. Das ist richtig lieb irgendwie auf dem, also nicht lieb, sondern eigentlich, ich nenne es lieb, weil ich mich gerade mega drüber aufrege, fragt mich nicht, warum ich es niedlich nenne. Aber hier auf der Website von diesem Ibis-Hotel steht, oh, es ist 10 Minuten von Sacré-Cœur entfernt. Und ich denke mir, okay, das ist ja richtig nah an irgendwo, wo man schon richtig was sehen kann. Und dann kamen wir irgendwie und ich dachte so, nie im Leben ist das 10 Minuten von Sacré-Cœur entfernt. Naja gut, hier in Frankreich, wenn irgendwo was steht, 10 Minuten von irgendwas entfernt, heißt das ja normalerweise ohnehin 10 Minuten mit dem Auto. Mal gucken, wie lange man mit der Metro braucht. Ey, wir brauchen 13 Minuten zu Fuß, bis wir überhaupt zur nächsten Metrostation kommen, weil wir nämlich auch bei der Endstation ausgestiegen sind und dann noch zu laufen hatten. Und dann dauert es immer noch 18 Minuten, bis man da ist, wenn man erstmal da ist. Und ich denke mir nur, what? Wir haben von hier aus immer noch 40 Minuten bis zum Eiffelturm. Wir sind trotzdem in der Stadt. Und es ist irgendwie so, yay, wir sind in Paris. Aber wow, war diese Angabe falsch. Und wir sind aus der U-Bahn-Station raus und da war erstmal ein riesiger türkischer Straßenmarkt irgendwie. Und wir sind also sehr viel weiter weg und ganz woanders, als wir dachten, dass wir sind. Memo an uns, das nächste Mal, wenn wir was buchen, geben wir erstmal in Google Maps ein, wie lange man wirklich von irgendwas nach irgendwo braucht. Das kommt auch noch in der legendären andere Ibis-Geschichte bei Mont Saint-Michel. Die kommt noch. Aber ich will mich gerade nicht so sehr drüber aufregen und ich will auch mal gucken, was das Ergebnis davon ist, bevor ich die Story erzähle. Aber ja,
Wir ziehen jetzt gleich mal los. Ciao. Und jetzt kann ich euch schon mehr Paris zeigen. Denn wir sind gerade 100 Stufen geklettert, bis wir hier oben sind. Und das ist sehr beeindruckend. Ach ja, und vor allem, wenn man sich hier umdreht. Mal da. Oh, wir sind an Sacré-Cœur. Ja. Das war sozusagen das nächste von uns hier. Sind der Anfang der Stufen. Dann gehen da hinten noch jede Menge Stufen. Aber wir sind hier. Allerdings ist die Schlange da hinten schon mega, mega lang, um dann da reinzugehen. Und wir überlegen vielleicht morgen früh, ganz früh hier hinzukommen und es dann mal zu versuchen, super früh hier reinzukommen. Oder halt nicht hier reinzugehen, weil wir haben jetzt keine Lust, den Rest des Tages dort in der Schlange zu stehen. Ich denke, das könnte man so machen, wenn man so eine Woche Paris machen würde. Man würde sich so für jeden Tag so ein oder zwei Sachen vornehmen. Man hätte so halt für heute nur Sacré-Cœur oder so. Dann wäre das cool, aber sonst ist das so ein bisschen lang da vorne. Oder macht jetzt die Schlange? Warte mal gerade. Hallo, wir waren doch drin. irgendwie war die Schlange auf einmal viel, viel weniger lang als vorher. Und dann haben wir gedacht, komm, wir gehen mal gucken, ob es da Eintritt gibt. Manchmal ist das ja leider so, dass man auch für Kirchen Eintritt bezahlen muss. Aber hier zum Glück nicht, das finde ich auch echt gut. Und es ist halt sehr, sehr voll da drin. Deswegen finde ich, ist es so ein bisschen, fühlt man sich weniger in einer nachträglichen Stimmung, weil es halt sehr, sehr voll ist. Die geben sich allerdings auch sehr Mühe, irgendwie noch so Bereiche abzugrenzen, wo Leute immer noch beten können. Da gehen auch Leute rum, wenn man da drin ist, und gucken, ob man wirklich betet. Also halt, wenn man am Handy ist oder irgendwie was auch weiß ich macht, irgendwie so in die Luft guckt oder so, dann wird man da wieder rausgeschickt. Man soll da wirklich beten. Ich habe euch vom Inneren nichts gefilmt, weil direkt am Eingang ein riesengroßes Schild war, bitte, bitte keine Fotos machen, das ist nicht erlaubt. Und geht jemand und hat das gleiche Schild an wie ich. Und dann habe ich das auch nicht gemacht, obwohl sehr, sehr viele Leute trotzdem Fotos gemacht haben. Aber ja, ich finde, es ist eigentlich keine so furchtbar dumme Regel irgendwie. Und von daher ist es mir lieber, den Regel zu folgen. Und ja, die Aussicht hier ist immer noch fantastisch. Wir sind im Moment noch hinter dem Zaun, für den man Schlange stehen muss. Und wir sitzen im Moment hier auf den Stufen von Sacré-Cœur. Oh ja. Na, wo bin ich? Oh. Guck mal diesen hübschen jungen Mann, der da gerade Schokoladenkuchen versucht und Kabel zu essen aus dem Ding. Und ja, wir sind hier. Ich versuche mich mal hier. Kann ich mich mit... Oh, guck mal, da bin ich mit Eiffelturm. So. Hallo. Hallo. Ja, wir haben eben noch eine Limonade getrunken. Zweimal Limonade, 9,80 €, wo ich gedacht habe, was? Und dann haben wir uns noch einen Snack genommen und den essen wir jetzt. Und dann kommt Dr. Kuhn, guck mich komisch an. Und mal gucken, wie lange wir hier noch was machen, hier bleiben. Es hat halt auch jetzt schon vieles zu. Ich glaube, es ist irgendwie, ich versuche mal den Eiffelturm wieder mit drauf zu kriegen. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie 7:30 oder so. Und wir brauchen halt auch echt lange. Ich glaube, wir brauchen nochmal 40 Minuten mindestens, bis wir wieder im Hotel sind. Also müssen wir mal gucken. Und ja. Hallo, wir sind wieder im Hotel. Es ist inzwischen 10. Also wir sind schon länger hier. Wir haben uns nur noch ein bisschen ausgeruht. Mimi, so müde siehst du aus nach dem Ausruhen? Ja. Und ja, ich wollte so ein bisschen noch heute über den Tag reden, weil halt offensichtlich jetzt, wenn ich irgendwo bin, wie jetzt bei Sacré-Cœur oder am Eiffelturm, ist es jetzt nichts, wo ich irgendwie so mega lange Gespräche mit euch anfange, weil halt, das ist ja nur kurz da und da sind überall Leute drumherum. Aber ich wollte euch unbedingt bei dieser Reise schon auch so ein ehrlichen Einblick irgendwie darauf geben, wie das für mich war. Einfach so als, weil ich das mit euch teilen möchte, aber auch, falls ihr das selbst für euch in Betracht zieht. Und deshalb wollte ich keine so Version machen, ihr seht mich ständig vor irgendwelchen tollen Sachen stehen und sagt, hi, ich bin jetzt hier und halt das war's. Und halt die anderen Sachen seht ihr gar nicht. Also wollte ich heute mit euch teilen, dass das heute für mich ein sehr schwieriger Tag war. Einfach, weil ich selbst
mega unter Strom gestanden habe und super angespannt war. Und ja, also auch so heute Morgen in Amia, als wir in Amia vom Bahnhof losgefahren sind, nachdem ich mit euch noch kurz geredet hatte am Bahnhof. Ich weiß nicht, ob das noch in diesem Vlog war oder am letzten, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das am Ende schneiden werde. Da kam auf einmal eine Frau auf mich zu, sprach mich in Englisch an, sagte, sie wäre von Liverpool und ihr Leben wäre in Gefahr und die Polizei wäre so korrupt und war halt so, ob ich ihr ein Ticket nach Paris kaufen könnte. Und als ich gesagt habe, nein, hat sie gefragt irgendwie, ob ich ihr einen Ehering kaufen wollte und so. Und halt von mehreren Sachen an der Frau denke ich, dass die Geschichte nicht wahr war, sondern halt einfach da war, um halt Leute dazu zu kriegen, halt eher das zu machen, was sie möchte, wie halt ihr ein Ticket zu kaufen oder halt ihren Ehering zu kaufen oder was auch immer. Aber das, keine Ahnung, hat mich schon mitgenommen, irgendwie so einfach auch als Stresssituation, wie man jetzt damit umgeht. Und dann hier war es halt auch so, wir waren als allererstes in einem, halt vom Bahnhof und da war irgendwie ein Typ und der hat so gesagt, wo müsst ihr hin, wo müsst ihr hin und wieso, wir wollen da und da hin. Und dann ging der auf einmal los, kommt mit, kommt mit. Und halt, wir sind denen eine Zeit lang hinterher, aber halt noch da, wo lauter Leute waren und so. Und irgendwann halt so, wir waren kaum außer Sichtweite vom Bahnhof oder ich glaube, wir waren noch nicht mal außer Sichtweite, wir waren nicht so weit, weil halt mir war das echt so ein bisschen unwohl. Habe ich so gefragt, wo gehen wir hin? Und er so, ja, da wo ihr hin wollt, das ist da nur die Straße hoch, da und da. Und ich war so, also er hat auch Englisch gesprochen mit mir und ich so, thank you, we'll find it on our own and really nice of you, bye. Und ich weiß halt wirklich nicht, ob der halt echt dachte, dass das irgendwo da war, weil es war überhaupt nicht da. Das wäre vom Bahnhof zu Fuß irgendwie 40 Minuten Fußmarsch gewesen oder so. Also es war ganz woanders. Oder halt, ob das irgendwas war, ich weiß nicht. Und halt, es war halt so eine komische Situation irgendwie, wo ich es einfach nicht richtig einschätzen konnte. Und ich habe halt grundsätzlich manchmal auf Reisen einfach das plötzliche Bauchgefühl, nicht wirklich sicher zu sein. Also einfach, wenn ich nicht zu Hause bin, halt auch weiß, dass ich jetzt nicht nach Hause komme. Und das habe ich auch überall sonst schon so ein bisschen gehabt, aber es macht sich häufig an so ganz absurden Sachen fest. Also ich bin in Brügge auf einmal aufgewacht nachts und hatte total Angst, dass das Hochbett über mir nicht hält. Also dass nachts sozusagen Buddy in dem Bett über mir auf mich runterkrachen könnte und ich deswegen sterbe. aber das ist halt sowas, was halt so, wo einem so klar ist irgendwie, das passiert nicht. Also nach dem Motto so, da drehen gerade deine Nerven mit dir durch, weil du bist nicht zu Hause und es ist ganz viel Neues und du hast jetzt viel gesehen heute und irgendwie so nach dem Motto, geh wieder schlafen, alles ist gut. Aber wenn ich Situationen nicht so richtig einschätzen kann, dann hängt sich das manchmal halt so an, die Sachen, die ich nicht richtig einschätzen kann. Und dann weiß ich nicht so, manchmal habe ich davor Angst, weil es halt wirklich richtig Intuition ist und das was Gefährliches ist. Oder habe ich Angst, weil ich im Moment einfach nur halt unter Strom stehe. Und dann halt nach diesen beiden Sachen, die glaube ich auch so dazu beigetragen haben, als wir dann hier ankamen in dem Viertel, war es halt irgendwie, wo ich erstmal gedacht habe, oh mein Gott, bin ich hier sicher? Fühle ich mich hier sicher? Und dann war ich so, oh mein Gott, was ist, wenn ich heute, weil man muss ja so weit laufen von der letzten Haltestelle bis zum Hotel, weil das hört ja da schon auf sozusagen. Da war ich so, oh mein Gott, was ist, wenn wir heute später zurückkommen? Was, wenn dann hier irgendwie es hier dunkel ist und wir hier im Dunkeln durchgehen und so? Und du kennst ja die Etikette nicht. Du weißt ja nicht irgendwie so, wo geht man nachts hin und wo nicht. Also halt in der Stadt, wo ich studiere, da wüsste ich absolut irgendwie so, welche Gegenden sind halt so, keine Ahnung, tagsüber vollkommen cool und nachts ist halt so wahrscheinlich okay, aber halt so, wenn du jemanden dabei hast, ist halt besser, weißt du, so, dass man einfach es besser einschätzen kann und hier halt gar nicht. Und wenn man ohnehin schon so angespannt ist, dann sind alle Alarmglocken, die man hat, einfach doppelt so laut, weil die halt ohnehin schon so sind. Und halt, ja, und halt auch einfach Kulturschock, ne, weil es so eine riesen Stadt ist und so viele Eindrücke sind und dann U-Bahn fahren und so viele Leute und man spricht die Sprache nur so mega rudimentär und es ist alles so verdammt teuer, wenn man sich irgendwie zurechtfinden will, was zu essen oder was zu trinken zu suchen, also halt, ja, halt einfach Kulturschock. Und ich habe heute super schöne Momente gehabt, ich habe so schöne Zeit gehabt an der Sacré-Cœur,
Als wir drin waren, aber auch mit Buddy einfach vor den Stufen zu sitzen. Ich hatte eine super schöne Zeit vorm Eiffelturm. Ich hatte super schöne Momente mit Buddy zwischendrin immer mal wieder. Aber ganz ehrlich, immer wieder dazwischen hatte ich einfach nur so einen Knoten im Magen. Irgendwie muss irgendwie nur so... Und ich einfach nur so froh bin, dass ich Buddy dabei habe, weil der einfach so ein Ruhepol ist bei allem immer. Und ja, ich denke halt, viele Leute würden eine Interrail-Reise machen und sind so ein bisschen weniger ängstlich als ich, vielleicht auch so ein bisschen weniger sensibel bei manchen Sachen und hätten das wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht nur den Kulturschock und nicht die ganzen anderen Sachen noch dabei. Oder irgendwie fänden es von Anfang an voll okay und hätten überhaupt keine Probleme. Also von daher möchte ich das nicht so als Ding machen, so nach dem Motto, wenn ihr nach Paris fährt, dann wird das oder das passieren, überhaupt gar nicht. Aber ich wollte es sozusagen so ehrlich mit euch halten. Auch einfach für mich später, wenn ich mal auf die Reise zurückgucke, auch über die Vlogs, halte das auch. Und ja, heute war ein schöner Tag, aber es war von meiner Seite aus auch ein ziemlich angespannter, teilweise sehr geängstigter Tag irgendwie. Und ich denke aber, morgen wird besser, denn erstens, wir sind eben halt so in der Dämmerung hier zurückgekommen und da war alles vollkommen okay hier mit der Gegend. Also es war überhaupt kein Problem. Also erstmal halt, das ist für mich einfach so, halt wirklich so, entspann dich mal. Und dann, wir haben jetzt die nächsten beiden Abschnitte gebucht. Wir fahren nach Rennes und dann nach Saint-Malo. Und das war halt auch noch zusätzlich heute sowas, wo wir die ganze Zeit überlegt haben, wo fahren wir hin, fahren wir dahin, wie lange brauchen wir von da nach da, wo können wir da noch was kriegen, wie viel kostet das? Und es war halt mir alles zu viel. Und dann habe ich auch gesagt, komm, wir gehen erstmal runter in die Stadt und wenn wir zurück sind, gucken wir nochmal. Und dann war das so relativ spontan irgendwie. Ich habe einfach geguckt, was liegt denn da noch dazwischen? Ach, guck mal, Rennen, das ist gar nicht so weit. Ach, guck mal, das sieht so schön aus. Ja, lass da mal hinfahren. So halt einfach. Und halt, weil Saint-Malo nicht weit davon ist, das ist nur so eine Stunde mit dem Zug entfernt, werden das halt auch zwei ruhigere Tage, weil nach Rennes brauchen wir mit dem Schnellzug auch nicht so lange. Wir müssen mal gucken, ob wir morgen einen Schnellzug buchen können am Bahnhof. Da muss man was zum eigentlichen Interrail-Ticket dazu buchen bei Schnellzügen. Das wären wir da nicht so lange im Zug unterwegs. Ich glaube, die Stadt ist nicht so hektisch wie Paris. Halt auch einfach nicht so groß. Saint-Malo ist noch kleiner. Und ich glaube, Saint-Malo, der Tag, wenn das Wetter schön ist, was ich hoffe, wird das halt einfach so ein am Meer spazieren gehen Tag. Was ich echt toll fände. So. Und ja, es ist halt wirklich Interrail-Reise bis jetzt war super schön, super intensiv, aber auch echt anstrengend. Und gerade wenn man eine Angsthase ist wie ich. Aber wir gucken jetzt hier, ob wir noch ein bisschen was auf der Hand waschen können von den Sachen, die wir hier haben, weil wir ja morgen den ganzen Tag hier sind. Da können die trocknen, während wir in Paris unterwegs sind. Und dann müssen wir noch gucken, was wir morgen hier machen, das so ein bisschen raussuchen. Weil morgen ist auch der Klimastreik, wo wir hin möchten. Aber dann geht auch von 12 bis 21 Uhr, da werden wir nicht die ganze Zeit dabei sein. Und halt, wir streiken ja nicht richtig, weil wir halt ja nichts an Arbeit nicht machen. Wir könnten sagen, wir streiken vom Reisen. mal gucken. Gehen jetzt hier dem Abend zu. Ich bin auch super müde. Es ist generell, wenn man so viel unterwegs ist, man ist super früh. Also für meine Verhältnisse ist 10 Uhr echt früh schon so platt. Und das ist schon ein sehr langer Vlog. Wir sehen uns morgen. Ciao.